Herzlich willkommen hier im Restaurant zur Neuklingenberger Höhe. Heute, Sie sehen es schon, wird wieder gekocht und es hat natürlich einen Grund. In wenigen Tagen ist Ostern und Ostern kommt traditionsgemäß auch immer was Besonderes auf den Tisch. Und Ostern ist ja hier in der neuen Höhe noch etwas ganz Besonderes, denn das Restaurant und das Hotel, die werden 20 Jahre alt. Darüber reden wir gleich und jetzt begrüße ich erst einmal meinen Chef wieder für diese halbe, dreiviertel Stunde, den Jörg Hanschmann, Küchenchef hier in der neuen Höhe. Jörg, ich grüße dich. Matthias. Du hast dir bestimmt wieder sehr kreative Gedanken gemacht, was wir kochen werden und wirst mich jetzt überraschen und die Zuschauer natürlich auch. Ja, erstmal recht herzlich willkommen in unserer Neuklingenberger Höhe in der Küche für Ostern. Wir haben ein Osterdinner vorbereitet für Sie, für den 1. April. Da kochen wir ein Menü und wir bereiten heute Ihnen den Hauptgang zu. Da gibt es einen Lammrücken im Würzingblatt mit einem glasierten Honigkarotten und einen Kartoffelbirnengratin. Das klingt schon wieder für mich sehr kompliziert. Ist es das auch? Wir werden das schaffen heute. Okay, es ist zu schaffen. Machen wir uns ran? Machen wir uns ran. Gut. Du wirst als erstes, denke ich, das Fleisch präsentieren. Wir machen am besten mit dem Fleisch an. Da habe ich, wie gesagt, einen Lammsattel eingekauft. Man kann sich natürlich auch das fertig schön holen vom Fleischer. Ohne diese Knochen. Man kann sich das vorbereiten lassen. Also du sagst Lammsattel, ist das der Lammrücken? Oder das ist dann der Rücken und der Sattel im Grunde dann halt als Ganzes. Ja. Mit Knochen, allem drum und dran. Unser Lammsattel, den müssen wir natürlich noch erstmal auslösen. Also wie gesagt, man kann sich, wie gesagt, vorbereiten als Fleischer. Aber ich denke mal, man kann es auch mal den Leuten zeigen. Genau, also der Koch kann ja auch mal zeigen, wie es dann wirklich wie das geht, das Menü. Genau. Ja. Ist auch verhältnismäßig einfach, weil man braucht eigentlich nur am Knochen runterschneiden. Ja. Meine Frage natürlich wieder, Zeitaufwand für so ein Menü, wenn man das jetzt nachkochen möchte, was schätzt du ein ungefähr? Für das Menü selber braucht man nicht allzu viel Zeit. Der Lammrücken braucht eigentlich am wenigsten davon. Das wäre das Aufwendigste, wäre eigentlich das Kartoffelgratin. Das braucht etwas, wenn man das frisch macht, braucht etwas Zeit dazu, ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde. Mhm. Aber wie gesagt, für den Lammrücken, wenn dann frisch gemacht wird, die Vorarbeiten ist etwas Zeit anlangt, aber die Zubereitung dann geht ganz schnell, kurz angebraten, 8 bis 10 Minuten im Ofen noch, dann sind wir fertig. Okay, und du schneidest das jetzt direkt über den Knochen weg? Direkt am Knochen entlang. Wie gesagt, das Fett brauchen wir ja auch nicht, aber wir können das ja dann einfach zur Soße benutzen. Wie gesagt, davon gibt es natürlich 2 Stück, müssen wir natürlich auch 2 Stück auslösen. Du hast bestimmt wieder Hunger mitgebracht. Hunger mitgebracht, aber erstmal natürlich bin ich neugierig, weil ich muss ehrlich sagen, ich koche auch gerne. Und das, wenn ich also die letzten beide Mal, haben wir schon gekocht, jeweils ein Silvestermenü, habe ich dann auch zu Hause nachgekocht. Und siehe da, es hat sogar geschmeckt. Sehr schön. Ja, man denkt manchmal, es ist sehr kompliziert, weil auch die Namen der Gerichte ja besonders sind. Aber eigentlich mit gesundem Menschenverstand und ein bisschen Lust am Kochen, alles machbar. Alles machbar. Alles machbar. Alles machbar. Deswegen. Alles wirklich machbar. Wir haben ja, wenn ich erinnern darf, bei der letzten Sendung hatten wir ja Muffeln. Muffeln, richtig. Na? Richtig. Du weißt ja, Vorbereitung ist alles. Ich habe wieder meinen schlauen Zettel. Denn das ist jetzt ein Weideschaf. Das ist jetzt das Weideschaf. Und der Muffel oder der Mufflon ist ja praktisch die Wildform. Die Wildform. Genau. Richtig. Um das mal zu erklären, dann werden die nämlich domestiziert. Das ist ein innerartlicher Veränderungsprozess von Wildtieren, bei denen diese durch den Menschen über Generationen hinweg von der Wildform genetisch isoliert werden. Und Wildtiere werden dadurch zu Haustieren. Wie habe ich denn das wieder herausgefunden? Du hast eine Hausaufgabe gemacht. Das ist Bildungsfernsehen vom Feinsten. Und natürlich, es soll auch noch schmecken. Ach, jetzt machst du das Fett ab. Das habe ich im Grunde nur, das Fett einfach nur, kann man nur abziehen. Ach so. Kann man nur abziehen. Ich habe gequatscht jetzt hier wieder klug dahergeredet und du machst jetzt und die wichtigen Dinge. Genau. Und jetzt müssen wir natürlich, das ist ganz wichtig, die Silberhaut entfernen. Wie gesagt, das ist wieder eine Sache, kann man, wie gesagt... Also die Sehnen, die da oben sind. Ja, ist wie gesagt die Silberhaut. Ja, das ist etwas, wo man sagt, lässt man lieber vom Fleischer machen. Weil man schneidet Fleisch doch zu viel weg. Und die sollte aber auch, wie gesagt, ab. Das ist das, was im Grunde beim Braten uns dann auch stört. Und das ist auch eine Sache, die nicht weich wird, oder? Die wird in der Zeit wird die nicht weich. Wenn wir jetzt davon einen Braten machen würden, dann würde es kein Problem, kann man lassen.
Aber wir wollen das ja kurz haben. Wir wollen das ja schön rosa haben. Was haben wir jetzt, wenn wir diese zwei Stücken haben? Wie viele Leute werden hier satt? Dann vier Personen. Vier Personen? Vier Personen. Ah. Wir rechnen jetzt im Grunde dafür vier Personen. Du weißt, ich bin natürlich nicht nur zum Reden hier, sondern ich würde dir auch helfen. Wenn du dann irgendwie was hast, machen wir das wieder so wie gehabt. Ich würde dich wieder eine Anleitung geben. Anstellen und... Anstellen? Ich gebe mir Mühe. Richtig. Und da wir ja, wie gesagt, einen Kartoffelgratin dazu machen wollen, würde ich dir dann sozusagen mal die Kartoffeln übergeben. Ich dachte, du... Es geht nie los. So, das Kartoffeln, heißt, Kartoffeln schälen. Schälen mit diesem Schäler? Mit einem Schäler. Dann geht das los. Und du weißt ja jetzt, wie es geht? Ich weiß, wie es geht. Guck. Ah, super, super. Also wie gesagt, der Matthias hat das wieder drauf heute. Also, um das nochmal kurz zu sagen, ihr habt ja an diesem Osterwochenende. Richtig viel los hier bei euch. Ja, richtig. Am Karsamstag ist das dann. Ja. Kann man hier das Tanzbein schwingen? Da kann man das Tanzbein schwingen. Das ist so. Der 31. ne? 31. März. Gibt es noch Karten, weißt du was? Gibt es selbstverständlich noch Karten? Gibt es noch Karten? Man muss natürlich beeilen, also ja. Wie gesagt, die Zeit drängt. Ja. Aber wie gesagt, daraufhin auch dieses unser 20-jähriges Jubiläum von dem Haus. Ja. Und dazu gibt es, wie gesagt, ein schönes Buffet. Natürlich. Und dann natürlich das Baby wieder arbeiten beim Tanz. Ist das jetzt Weideschaf, ist das jetzt ein Ostermenü? Ist das was Traditionelles oder wie siehst du das? Ich sehe das im Grunde, dass man im Grunde Lamm isst. Ja. Ja, das heißt ja im Grunde unser Osterlamm. Und wir machen halt davon mal halt diese edlen Sachen. Man kann natürlich, wie gesagt, viele machen zu Ostern dann halt ihren Lammbraten. Da kann man natürlich dann schön die Keule nehmen dazu. Aber das Lamm ist schon hier ein bisschen üblich dafür. Ja. Ja. So, du siehst, das Filet ist fast fertig. Mhm. Lammrückenfilet. Es fliegt die Kartoffel durch die Gegend. Ich bin etwas aufgeregt, an deiner Seite hier wirken zu dürfen. Ah, ja. Die sind ja jetzt nur völlig entfernt von Sehen. So soll es aussehen am Ende. So soll das schon aussehen. Ja. Ja, das ist, wenn da etwas in eine kleine Sehne noch dran ist, ist das nicht ganz so schlimm. Und jetzt bereite ich, wie gesagt, noch eine Füllung dafür zu. Damit das nicht nur im Würstchenblatt machen. Fällt schon wieder. Sondern wir machen da noch eine Düchsel dazu. Das ist eine Pilzfarce. Aha. Kann man im Grunde entweder fein schneiden. Oder sogar durchlassen. Wie gesagt, wird im Grunde fein geschnitten. Ja. Wir nehmen heute, wie gesagt, Champignons dazu. Schmeißen wir durch so fein, wie es geht. Feinste Würfel. Und dazu kommen dann Zwiebeln. Wir machen heute noch etwas Möhren. Brunoise heißt es bei uns in der Küche. Ach, was ist denn das? Unser guter Hobel. Im feinsten Orange, oder? Im feinsten Orange. Gibt es verschiedene Stärken. Wir machen natürlich, kann man natürlich vorneweg probieren, wie stark man es haben will. Ja, probiert man dann und sagt dann, so möchtest du es haben. Uns langt das vollkommen zu. Eine schöne runde Stärke. Aber natürlich, das ist immer ganz wichtig, bevor deine Finger abhängen. Dran stecken und dann darfst du das einfach nur so sachte drüber weghobeln. Ah, das ist eine super Arbeit, ist das. Eine super Arbeit. Dann hoble ich jetzt mal ganz sachte. Ja, ganz sachte. Wenn du das dann jetzt fertig geschnitten hast, rührst du das zusammen? Also wir werden es ja gleich sehen, oder? Dann genau. Deswegen sage ich meine Zwiebeln dann schon. Ja. Die wir jetzt auch wirklich für das Düchsel brauchen. Die können wir dann gleichzeitig zusammen mit unserem Kartoffelkarton vorbereiten. Das Kartoffelkarton sollte natürlich als erstes in den Ofen. So, und jetzt wie gesagt bei den Möhren genauso. Ich nehme das im Grunde im Original, gehört es natürlich nicht rein. Gehört es wirklich nur mit Schalotten, Zwiebeln und Champignons. Mhm. Aber ich mache das halt etwas zur Farbgebung. Das Auge ist mit. Weil das Auge isst mit. Das ist ja fast so ein bisschen wie in der asiatischen Küche. Dort ist ja auch die Vorbereitung, das Schneiden, das Kleinschneiden. Die schneiden sehr, sehr viel. Ne? Und dann wird das in 10 Minuten, ist dann das Gericht fertig geworden. Fertig, genau. Ja. Wir nehmen uns jetzt einen Topf dazu. Jetzt geht's. Für unser Kartoffelgratin. Ja. Und gleichzeitig eine Pfanne für unser Düchsel. So, die Frage natürlich wieder, braten, anbraten, mit was macht man es? Mit Schmalz oder mit Schmalz würde ich nicht nehmen, nee. Zum Schwein. Butter? Butter würde gleich verbrennen. Hm. Also Öl. Sonnenblumenöl, Rapsöl. Das natürlich auch kein Olivenöl nehmen, weil das ist ja aromatisiert. Ja. Ja, wir wollen ja keine Aromen drin haben, die uns da stören. Wie gesagt, überall ein Glas Öl rein. Für das Kartoffelgratin haben wir gesagt, brauchen wir auch ein paar Zwiebeln. Die habe ich natürlich vorbereitet. Die
Die wäre jetzt sozusagen ein bisschen glasig angeschwitzt. Ja. Heißt im Grunde genommen, dass sie keine Farbe nehmen. Mhm. Wir wollen ja im Grunde genommen in den Kartoffelkarton, sagen wir mal, keine schwarzen Punkte haben. Deswegen, also wie bei einer braunen Zwiebel? Nein, nur so glasig. Im Grunde doch mal etwas wieder durchschauen kann. Ja. Und für das Düchsel machen wir das genauso. Die wollen wir natürlich etwas anbraten. Mhm. Die darf natürlich auch nicht doll Farbe nehmen, aber immerhin. Das also jetzt, sieht richtig gut aus, Matthias. Ja, jetzt haben wir wenigstens das sieht richtig gut in der Küche auch mal einen Geruch von Essen. Bis jetzt war ja alles nur Theorie. Wie gesagt, jetzt machen wir wie gesagt, bei den Düchseln unsere Möhren dazu. Die brauchen wie gesagt, etwas länger. Jetzt haben wir, wie gesagt, wir haben unsere Küchensahne. Also wir brauchen eine Bindung dazu. Das ist ein gehaltvolles Essen, oder? Das ist ein, ja, wie gesagt, wir brauchen auch Bindung dazu. Wir brauchen wirklich echte Bindung dazu. Die uns ja wie gesagt dann die Kartoffel gibt. Mhm. Ja, die Kartoffel hat so viel Stärke, brauchen wir nichts anderes dazu. Unsere Küchensahne. Bei so einer Menge ungefähr für 4 Personen brauchen wir schon fast einen knappen Liter. Aha. Sollte man schon reichen. Ja. So, das kochen wir jetzt ein bisschen auf. Ja, warten wir mal einen kleinen Augenblick für unsere Pilze. Aber dafür tun wir derweile unser Kartoffelkarton vorbereiten. Weiter. Etwas Pfeffer. Und Salz. Also kräftig Salz. Mhm. Ja, wir brauchen viel dazu. Kartoffeln nehmen wirklich sehr, sehr viel auf. Ja. Man wundert sich immer dann, oh Gott, das ist viel zu scharf, das ist, na, schmeckt zu salzig. Kann man das im Nachhinein dann noch wieder? Kartoffelkarton ist fertig dann. Das ist komplett fertig. Da wir ja einen Kartoffelbirnenkarton machen. Ah, da fehlt aber die Birne. Da fehlt jetzt sozusagen die Birne. Die Birne würde ich schälen. Und dann schneiden wir Scheiben, natürlich Kerngehäuse raus. Ja. Schneiden wir Scheiben. Und die rühren wir dann drunter, bevor wir es in den Ofen schieben. In der Zwischenzeit würde ich im Grunde schon mit dem Hauptgang weiter vorgehen. Wir brauchen ja noch unser Würstchenblatt. Ach so. Dazu müssen wir natürlich etwas Wasser aufsetzen, um unseren Würsting zu planchieren. Aha. Ja, muss etwas weich sein. Wir können, ja, haben hier hinten zum Beispiel unseren Würsting schon. Ja, den können wir so nicht verwenden. Das schafft er nicht. Also, wir müssen etwas Wasser vorbereiten. Beim Würsting, wie gesagt, die starken Außenblätter würde ich dazu nicht mit benutzen. Wir nehmen halt wieder die etwas feineren. In der Zwischenzeit ist, wie gesagt, unser Düchsel fertig. Ja. Das kann jetzt eine Weile in der Pfanne bleiben, das muss weiter verarbeiten. Jetzt höre und staune. Natürlich roh 100 Gramm von diesem Würsingkohl. Ja. Decken den Vitamin C-Gehalt eines Erwachsenen, den Tagesgehalt. 100 Gramm roher Kohl, also Würsing. Roh. 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 Also ist schön. Hast du schon mal rohen Würsing gegessen? Nee. Da kannst du in der Zwischenzeit an dem Würsingblatt knabbern, ja, wenn du möchtest. Spiel ich mal Hase? Ja, genau. Das ist Schnurps wie beim Hasen. Also mir schmeckt er. Also für Hund. Also du bist wirklich leicht zu beglücken. Für den Tagesbedarf, Vitamin C, würdest du alles essen. Würdest du so ein 100 Gramm Würsing essen? Auf jeden Fall. Super Sache. So, Matthias, willst du die Birnen schneiden oder soll ich die? Nee, mach mal du. Wir machen natürlich etwas dünner. Ja, du siehst hier. So, Wasser kocht, Würsing das ist, rein, das, oder? Das ist ein guter Zeitpunkt. Wenn das Wasser kocht, ja, dann Würsing rein. Nur Wasser oder auch Salz drin? Ja, achso. Gut. Matthias, wunderbar. Also wunderbar. Natürlich Salz nicht vergessen. Ja. Ja, man sollte immer Salz dran machen. Es ist wirklich manchmal gut, dass ich da bin. Ja, ja. Ich hatte das ganz total vergessen hier. Und ich hätte mich gewundert, warum es nicht schmeckt. Ja, hast du ja nicht sonst 5 Kameras in der Küche, ne? Das stimmt auch wieder. So, jetzt kommen die Kartoffeln. Jetzt unsere Kartoffeln hier rein. Also roh, so wie sie sind. So wie sie sind. In die kochende Sahne, davor war die Zwiebel drin, Knoblauch. Das ist jetzt der Vorteil, dass es hier in diesen Topf reinkommt. Der Kochprozess beginnt. Ach so. Ich brauche nicht mehr so viel Zeit im Ofen, um die Kartoffeln zu kochen, zu backen. Ich würde sagen, wir heizen den Ofen vor. Ganz wichtig, natürlich für zu Hause den Backofen vorheizen. Wir haben hier unseren großen Automaten dafür. Braucht man dazu unbedingt unter Oberhitze oder geht das auch ganz normal mit dem Backofen? Also einen älteren vielleicht, wo man einfach nur Temperatur einstellt? Und ja, unter und Oberhitze ist besser. Ne? Ja. Ja, wie gesagt, muss ja gleichmäßig gar werden. Ja. Sonst hast du ja im Grunde dann nur von oben. Weil das wollen wir natürlich nicht, dass es nur braun wird oder so. Mhm. Das wollen wir natürlich nicht. Was man natürlich auch machen kann, man kann jetzt hier Eiswürfel holen. Mhm. Oder wie gesagt, bei uns langt es im Grunde einfach zu etwas kaltes Wasser drauf, dass der Garprozess so wird unterbrochen. Etwas abschrecken. Ja, stellen wir mal kurz beiseite hier.
Man kann es etwas abkühlen. Mhm. So, und jetzt kochen wir, kosten wir einfach mal diese leckere Sahne. Und jetzt werden wir mal sehen. Und sehen, was du sagst. Mhm. Also wenn es überwürzt werden müsste, sollte sein, müsste noch was rein. Muss man unbedingt noch was reinmachen. Hm. Weil so schmeckt es gerade angenehm. So schmeckt das so, wie es, wenn man es rausnehmen will, wenn es fertig sein soll. Also heißt... Also sind wir einer Meinung hier. Wir sind einer Meinung. Also, das ist immer toll, wenn... So, einfach, ich sage einfach Salz. Ich würde sogar noch etwas Pfeffer dazu nehmen. Ja. Ich würde sagen, Knoblauch langt. Ja. Ja. Und jetzt? Jetzt haben wir es bestimmt überwürzt. Ich denke nicht. Ich habe ein gutes Gefühl. Na aber. Also jetzt haben wir es so gewürzt, dass wir damit losmachen können. Das ist toll. Natürlich dürfen wir jetzt unsere Birne nicht vergessen. So, die Birne. Die Birne muss natürlich noch mit rein jetzt. So. So. Jetzt rühren wir das Ganze nochmal durch. Das ist schön gleichmäßig verteilt, ist die Birne auch und so. Und dann haben wir... So, das kommt nur halt hier rein. Was man nie vergessen sollte, schön glatt streichen. Mhm. Alles das, was oben rausragt, das verbrennt uns sozusagen. Aha. Wir brauchen trotzdem auch Temperatur dabei. Ja. Ab in den Ofen. Darf ich? Na, selbstverständlich. Du machst ich, mir den... Ich mach dir sogar die Türe auf. Sehr nett. Bitte hier schön. Oben rein? Schieb's einfach rein. Super. Ja, wie gesagt, wir machen hier eine halbe Stunde erstmal. Ja. Und dann werden wir schauen, dann, wie weit es ist. So. Temperatur nehmen wir etwas höher, kann ruhig bei 180 Grad. Ja. Und jetzt Fleisch. Jetzt ist man am Fleisch. Ja. Wir machen das so, wir halbieren das uns auch schon. Zwecks der Handhabung und so. Natürlich Würzen nie vergessen. Pfeffer, Salz. Pfeffer, Salz ist ausreichend. Wer will, kann jetzt, wie gesagt, noch Kräuter dran machen. Was wir bei dem Würzingblatt machen müssen noch, ist ganz wichtig. Wir haben zwar schon den Strunk rausgeschnitten, aber es ist ja trotzdem noch derb. Mhm. Entweder man nimmt sich ein Tuch und drückt das nochmal richtig platt. Der Würsing liegt? Der Würsing liegt. Und jetzt, wie geht's weiter? Jetzt müssen wir den Würsing nur so legen, dass wir da auch schön einrollen können. Mhm. Ja, die Größe würde jetzt theoretisch genau passen. Genau. So, was aber jetzt dazu fehlt, wir sagen einfach mal dazu, das hält ja nicht. Ja. Wir nehmen dazu etwas Farce. Das ist sowas wie der Zement, der das zusammenbindet, alles dann hier. Oder Kleber. So, der Kleber, genau. Ja, besser Zement. Das ist Vorbereitung, im Grunde das Lammfleisch, etwas Sahne, natürlich auch schon Gewürze. Ja. Natürlich Salz, Pfeffer, dort können wir natürlich auch schon etwas Knoblauch nehmen. Ja. Das müssen wir jetzt vorbereiten mit unseren, halt, hier ist unser Düchsel. So, hier unser Düchsel. So. Mhm. Und jetzt unsere Farce. Die, wie gesagt, wirklich wie als Kleber funktioniert. Da ist Sahne drin und in Fleisch ist so viel Eiweiß, das hält. Und das jetzt auf unser Würzingblatt. Mhm. Dünn verstreichen. Mhm. Ja. So, jetzt kommt unser. Kommt das Fleisch. Und unser Fleisch hier rein. Bitte leicht andrücken und jetzt einwickeln. Aha. So. Schön straff vor allen Dingen, ne? Das Würzingblatt. Hat sich so. Und jetzt würde das ja im Grunde so nie halten. Mhm. Das in die Pfanne legen. Man sieht ja auch nie so. Was macht man da, wie gesagt? Dafür haben wir halt unser Schweinenetz. Aha. Ja? Kann man sich, wie gesagt, auch genauso beim Fleischer. Wenn man natürlich vorbestellen. Das sind ganz feine so. Strukturen. Genau. Und das reines Fett. Das ist reines Fett. Und da ja, wie gesagt, hier im Grunde das Fett abgemacht haben, haben wir jetzt im Grunde einen Geschmacksträger. Jetzt kann man sich das ordentlich zurechtschneiden, so wie man das braucht, die Größe. Mhm. Und zersetzt sich das Netz dann beim Braten? Ja. Ja. Aha. Man sieht es trotzdem noch, aber es ist ja so gut wie nichts mehr da. So, und jetzt wickeln wir halt das einfach nur ein. Das ist ja eine Sache fürs Auge hier. Ne? Das ist jetzt eine Sache fürs Auge. So. Und man muss es ja nicht mal vollstellen. Wie gesagt, aber jetzt hält das zusammen. Ja, jetzt hält es zusammen. Das hält jetzt auf alle Fälle zusammen. Du wirst es doch mal probieren. Ich wollte jetzt schmieren wollen. Das habe ich dir angesehen. Ja. Das habe ich dir angesehen. Du möchtest es gerne auch mal machen. Ja, man kommt ja auch nicht alle Tage in so eine Spitzenküche und hat so einen Spitzenlehrmeister. Dankeschön. Bitte sehr. Gern geschehen. So, jetzt kam jetzt unser Lammfilet. Lammfilet.
Na, nicht so ganz so weit nach oben. Also damit man es wickeln kann. Damit man es wickeln kann. Schön wieder reindrücken, wieder andrücken, damit es auch wirklich hält. So. Ja, super. Also, so, jetzt müssen wir das Blatt. Nur das ganze Blatt. Ja. Und einwickeln. Also siehst du, so kompliziert ist es ja doch nicht. Ja, nicht bei so einem Lehrmeister. Aber nichts. Die Zuschauer, die das jetzt sehen, die werden das bestimmt dann demnächst nachkochen wollen. Also, da werden die dich holen. Da werden die dich holen. Ich weiß nicht, ob das die beste Lösung ist. So, jetzt brauchen wir natürlich noch so ein Schweinenetz. Jetzt brauchen wir doch noch so ein Schweinenetz. Du kannst es jetzt schon reinlegen, damit wir wissen, die Größe ungefähr wissen. Wo wir sind? Genau. So. So, also schneiden wir jetzt den Rand ab. Warte. Und jetzt wird gewickelt. Trotzdem vorsichtig, aber straff. Aber straff. Aber fest. Aber fest. So, jetzt müssen wir es noch braten. Jetzt müssen wir es noch anbraten. So. Zum Anbraten natürlich Pfanne. Ja. Und dann lecker. Unser vorbereitetes Päckchen. Einfach hier rein. Also ich lege meins selber rein. Wollte ich gerade sagen. Das ist die Krönung noch. Jetzt. Herrlich. Ach, das ist. So. Das ist doch schon. Das ist doch entspannt. Alleine das angucken, wie es dann schmeckt, das werden wir sehen. Und du siehst schon hier. Ach, ist ja schon farblos quasi. Das ist schon. Ja. Ja. Du siehst von dem Schwein jetzt gar nicht so viel. Ja. Möchtest du deinen selber drehen? Ja. Kann man ruhig mit den Händen anfassen. Mit dem Löffel bisschen nachhelfen. Ja, genau. Super. Ja, siehst du? Herrlich. Schieben das einfach hier dazu. Natürlich dann geht das nur so eine Falle, die so abhält. Ja. So, einfach nur andrücken. Ah, so. Fertig. Fertig. Das siehst du das? Sieht lecker aus. Das sieht doch lecker aus. Und hält so schön zusammen, ne? Das hält zusammen jetzt. Ja, durch unser Kartoffelkarton. Oho. Schön heiß. Siehst du das hier, Matthias? Herrlich. Das hast du so schön gemacht, Matthias. Also mitgeholfen habe ich. Das gebe ich gerne zu. Mitgeholfen. Aber du kannst schon sagen, du hast eins selbst gemacht. Also, ja. 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 Und da gibt es sogar einen Beweis. Videobeweis. Da gibt es einen Videobeweis dafür. So, da würde ich jetzt im Grunde mal anrichten. Ja. Und ich würde dich dann einladen, in unseren Heuboden mal die Speise mal einzunehmen, wo auch unser Dinner stattfindet. Unser Osterdinner stattfindet am 1. April. Gut, Jörg. Also du richtest an. Ich lasse mich dann überraschen und gehe schon mal auf den Heuboden. Du gehst schon mal auf den Heuboden, schau dich um. Bis dann. Bis dann. So, da hätten wir es wieder geschafft. Wir haben ein feines Essen gekocht und das gibt es dann zum Osterdinner am 1.4., am Ostersonntag. Und der Jörg Hanschmann, der sagt uns jetzt nochmal, was es dann genau gibt. Ja, Matthias, wir haben nur zusammen gekocht. Den Hauptgang für unser Osterdinner. Ein Lammrücken im Wirsingblatt mit honigkaramellisierten Karotten und einen Kartoffelbirnengratin. Das ist natürlich noch nicht alles, was es gibt. Das ist ja wie gesagt nur unser Hauptgang. Aber ich möchte noch nicht alles verraten, sondern wir wollen die Gäste ein bisschen überraschen. Es gibt eine Vorspeise noch und einen Zwischengang und natürlich nicht zu vergessen ein leckeres Dessert. Zu Ostern ist ja in der Neuen Höhe wirklich viel los, denn es wird gefeiert. Herr Grundmann, was wird gefeiert? Ja, wir laden zusätzlich noch einen Tag vorneweg am 31.03. zum Ostertanz. Der steht unter dem Motto 20 Jahre Hotel Neue Höhe bzw. Restaurant zur Nettlingberger Höhe. Und das wollen wir mit einem Ostertanz mit Ihnen feiern, liebe Gäste. Und dann, wie gesagt, am 1.4. das Osterdinner. Natürlich jetzt die drängende Frage, gibt es denn noch Karten? Kann man sich noch für diesen Osterdinner, das Osterdinner bewerben hier im Haus? Aber natürlich, das können Sie einmal telefonisch tun und einmal im Onlineshop die Karten käuflich erwerben. Gut, dann hoffe ich, den Zuschauern hat unser kleiner Kochkurs Spaß gemacht. Hoffen wir, dass zum Osterdinner und zum Ostertanz viele, viele Leute kommen, um dann sich auch an diesen wunderbaren Gerichten zu erfreuen. Und jetzt kommt nochmal der Herr Grundmann ins Spiel, denn wir haben auch noch, wie man so schön sagt, einen korrespondierenden Wein zum Gericht herausgesucht. Genau, und den habe ich herausgesucht. Ich war im Weinkeller und habe einen Zweigelt Landwein, einen Österreicher herausgesucht. Österreichische Weine sind wieder im Kommen von der Familie Hahn, den wir uns jetzt, denke ich mal, schmecken lassen. Gut, dann würde ich sagen, stoßen wir an. Stoßen wir an. Auf ein schönes Osterfest,
auf ein volles Haus in der neuen Höhe. Genau. Und wir, liebe Zuschauer, lassen uns jetzt dieses Menü schmecken. Und damit darf ich auch Tschüss sagen hier aus der neuen Höhe und aus dem Restaurant zur Neuklingenberger Höhe. Und ja, vielleicht sieht man sich hier zum Osterfest. Also nochmal zum Wohl. Und guten Appetit. Guten Appetit.